Hey und herzlich willkommen wieder hier zurück bei Gaming Print. Heute zeigen wir euch, was The Mighty Quest of Epic Loot ist. Natürlich habe ich das Spiel schon ein bisschen gespielt und erst etwas später die Aufnahme gestartet. Deswegen habe ich euch einfach mal den Kampf gegen Dur aufgezeichnet. Wie ihr seht, sind hier schon einige Fallen. Aber der Vorteil an diesen Fallen ist, nicht nur ich bekomme den Schaden, sondern auch der Gegner. Das probieren wir mal direkt mit diesem stärkeren Monster hier aus. Dass wir den einfach mal schön durch die Fallen lecken. Also ja, klar, ich krieg ab und zu auch mal Schaden. Hab mich auch noch nicht so ganz an die Steuerung gewöhnt. Gerade weil sie genau umgekehrt ist wie beim LoL-Spielen. Klickt quasi mit der anderen Maustaste. Und nein, umstellen wollte ich es noch nicht. Damit es nicht zu langweilig wird, schalte ich einfach mal den Speed hoch. So, das macht die ganze Sache doch viel witziger. Sowohl die Musik als auch die Handlungen an sich werden einfach mal richtig schön durchprügelt. Ja, also wie man hier gut erkennen kann, lassen die Monster natürlich auch was droppen, sonst würde der Titel The Mighty Quest of Epic Loot auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und zwar sind dies Rüstungen oder auch Waffen, Ringe, so das Übliche, was man aus einem solchen Spiel gewohnt ist. Und natürlich gibt es dann auch, wie bei Diablo oder so, verschiedene Seltenheitsgrade. Episch ist natürlich immer das Beste. Tja, ab und zu lassen sie auch mal Gold droppen oder Lebenspunkte. Darauf freut man sich dann natürlich immer wieder, wenn man da eine Menge abgreifen kann. Diese kleinen Mistviecher hier können weitere Monster herbeirufen. Das sind so Skelette, die einem dann übelst auf den Sack gehen. Deswegen tötet sie besonders schnell. Das Schild da oben mit dem roten Totenkopf bedeutet, dass dies eine Falle ist. Also es gibt auch noch andere Fallen, wie wir ja schon vorhin gesehen haben. Aber die könnte ich jetzt entweder deaktivieren oder ich laufe einfach nah genug dran, dass sie auslöst. Also, falls ihr euch wundern solltet, warum ich einfach nur den Skill Nummer 2 benutze, das ist ein schöner Kampfschrei, der dazu führt, dass ich ein Schild bekomme und unverwundbar bin. Also, solange das Schild da ist, bekomme ich keinen Schaden und das ist natürlich sehr vom Vorteil, dass ich dann kein Leben verliere und quasi beim Bosskampf mit vollem Leben reingehen kann und da ja das Schild dann auch wieder benutzen kann. Da konntet ihr jetzt mit einer etwas quietschigeren Stimme merken, dass der Charakter ab und an mal dumme Sprüche macht oder Witze reißt. Ja gut, jetzt konnten wir das nicht hören, aber ich verspreche euch, hinterher zum Boss mache ich das Ganze wieder ein bisschen langsamer und dann wird man auch verstehen, was unser Charakter da Schönes sagt. Da das Ganze aber in Englisch ist, hoffe ich mal, dass ihr alle fit genug habt. Der Weg bis Ruhe ist auch zum Glück nicht mehr ganz so weit. Nur noch die drei hier wegkloppen und dann ein bisschen geradeaus und dann sind wir auch schon da. So, wie versprochen, jetzt ein bisschen langsamer, damit ihr auch ein bisschen seht, was ich da tue. Wobei, groß ändern wird es sich jetzt nicht. Also den Schrei drauf, damit ich keinen Schaden kriege. Ab und an vielleicht mal ein bisschen kreisen und im Kopf muss, aber das war's dann schon. Wie ihr sehen könnt, macht aber auch so ein Schlag schon ziemlich viel Schaden, dass nach zwei Schlägen auch schon das komplette Schild kaputt ist und deswegen muss man jetzt noch häufiger diesen Kampfschrei einsetzen. So, jetzt ist es richtig fies. Der Gegner fällt um, stirbt, lässt Sachen droppen, aber das Tor hinten geht nicht auf, wenn ihr das seht. Ja, das ist ein Zeichen dafür. Warte, er steht wieder auf. Jetzt ist er natürlich richtig aggro, weil wir ihn gerade vermöbelt haben und deswegen hat er jetzt ein bisschen mehr Hilfe. Aber mit unserem netten Schrei kriegen wir das ja natürlich trotzdem locker hin. Ein wenig muss man dann natürlich auch sein Mana achten, damit man auch den Kampfschrei ausführen kann. Aber dann ist es relativ schnell vorbei und man kann endlich in die Schatzkammer. Im Prinzip sieht auch die Schatzkammer immer gleich aus. Die Truhen sind manchmal größer, manchmal kleiner. Und wenn man richtig Glück hat, dann kriegt man auch noch einen Gegenstand. Ja, und dann am Ende hat man dann nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten, während unser Charakter sich darüber kaputt lacht, dass dieses Schloss seiner Stärke einfach nicht standhalten konnte. Ja, jetzt ist es leider schon vorbei, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da.